Hi Leute, das ist eine tolle Routine für jeden Tag, um den Körper ein bisschen zu bewegen, ihm was Gutes zu tun und die Gedanken dabei zu entspannen und zu fokussieren. Beginne im Stehen, entspann die Schultern und richte deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Bring mit dem Einatmen langsam die Handflächen vor der Brust zusammen. Schau deinem Atem hinterher, wie er kommt und wie er wieder geht. Ganz entspannt. Mit dem nächsten Einatmen bring die Hände über die Seite weit nach oben. Ausatmen, Handflächen zusammen vor die Brust und tauch gleich tief nach vorne über deine Beine. Beug gern die Knie. Dann komm langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Einatmen, Hände über die Seite, reck und streck dich, mach dich lang. Ausatmen, Handflächen zusammen vor die Brust. Tauch wieder tief nach vorne. Beug die Knie. Mit dem nächsten Einatmen bring dein rechtes Bein weit nach hinten. Lass die Hüfte hier tief sinken, beweg dich gerne ein bisschen von vorne nach hinten, von Seite zu Seite. Und wenn du soweit bist, bring dein hinteres Knie nach unten auf die Matte, streck die Zehen, lass die Hüfte noch ein bisschen tiefer sinken. Wenn du Platz und Raum hast, komm mit den Händen nach oben auf dein Knie, bring die Hände vielleicht über die Seite nach oben. Wenn du möchtest, dreh dich auf zur linken Seite, bring deine rechte Hand auf dein linkes Knie, die andere Hand hinter dir aufgestellt, auf deinem Oberschenkel. Komm langsam wieder nach vorne mit den Händen, stell die Zehen hinten auf, schieb die Hüften nach hinten Richtung Fersen, zieh die Zehen vorne ran und beug dich hier über dein vorderes Bein, soweit du kannst und möchtest. Du kannst natürlich das Knie vorne auch immer ein bisschen beugen. Dann bring die Fußfläche wieder nach unten auf die Matte, stell die Zehen hinten auf und dann komm hier in die Vorwärtsbeuge über dein vorderes Bein. Bring überall Bewegung rein, wo es schön ist. Dann beug dein Bein vorne wieder, Hände links und rechts neben deinem Fuß, bring den linken Fuß zurück zum rechten. Komm hier in den nach unten schauenden Hund, fang an mit dem Fersenspiel. Einatmen auf die Zehenspitzen, ausatmen, bring immer eine Ferse nach unten in Richtung Matte. Einatmen wieder nach oben, die andere Ferse nach unten. In deinem Atemrhythmus und Tempo. Einatmen, komm auf beide Zehen, bring beide Fersen weit nach unten und dann komm langsam nach vorne in die Brettposition. Bring die Knie nach unten, komm langsam zum Liegen auf deiner Matte und dann streck die Arme durch, soweit du kannst und magst. Komm hier in die große Cobra, wenn es für den unteren Rücken in Ordnung ist. Fang vielleicht an, die Hüften ein bisschen von Seite zu Seite zu bewegen, mal über die eine Schulter zu schauen, über die andere Schulter zu schauen. Und stell die Zehen hinten auf, Hüften weit nach oben und zurück. Komm wieder in den nach unten schauenden Hund. Und lauf langsam die Füße nach vorne zu den Händen, Schritt für Schritt, lass dir Zeit. Beug wieder gern die Knie, tauch tief über deine Beine. Und komm Wirbel für Wirbel nach oben, Hände über die Seite, mach dich lang. Ausatmen, Handflächen zusammen vor die Brust. Tauch tief nach vorne. Kopf und Nacken super entspannt. Und mit dem nächsten Einatmen bring dein linkes Bein weit nach hinten, Hüfte sinkt tief. Beweg dich vielleicht wieder, find hier deine Position. Und dann bring langsam das Knie sanft hinten auf die Matte, streck die Zehen, Hüfte sinkt noch ein Stückchen tiefer. Wenn du Raum und Platz hast, komm hier nach oben auf dein Knie mit den Händen. Bring die Hände über die Seite nach hinten, nach oben, wenn du möchtest. Dreh dich auf nach rechts, bring die linke Hand aufs rechte Knie, die andere Hand hinten auf deinen Oberschenkel. Dreh dich vom Bauchnabel aus. Und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte, Hände neben den Fuß, stell die Zehen hinten auf, schieb die Hüften nach hinten, zieh die Zehen vorne ran. Beug dich tief über dein Bein, du kannst den Rücken zwischendrin vielleicht ein bisschen gerade machen. Und dann wieder tief tauchen. Ausatmen, bring die Fußfläche vorne auf die Matte und dann streck beide Beine durch, soweit du kannst und möchtest. Und dann beug langsam dein Knie und komm wieder nach vorne in den Lowlunge. Bring den rechten Fuß zurück zum linken, in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, eine schöne Linie nach vorne in die Brettposition. Bring die Knie nach unten, lass die Hüften nach unten sinken, komm auf deine Matte, drück die Arme durch, soweit du kannst und magst, große Cobra. Stell die Zehen hinten auf, Hüften weit nach oben und zurück, nach unten schauender Hund. Und dann lauf hier langsam wieder die Füße nach vorne, vielleicht in einem großen Schritt, tauch tief
und komm Wirbel für Wirbel nach oben. Einatmen, Hände über die Seite nach oben. Ausatmen, Handflächen zusammen vor die Brust. Atmen noch ein, zweimal richtig tief durch. Komm hier an und dann Namaste. Ciao.